lieber Heike, herzlich willkommen im Change Rider. Super, dass du da bist. Und dich auch. Digitalisierung bedeutet ja häufig, dass wir auch eine ganz, ganz grundlegende Veränderung der Arbeitswelt haben. Diese sogenannte New Work Transformation. Nur 6% der Unternehmen, also nur ein Viertel, noch nicht mal ein Viertel von den Unternehmen, die da reingegangen sind, sind überhaupt erfolgreich. Um die guten Frauen müssen wir uns bemühen. Wie möchte ich eigentlich meine eigene Zukunft gestalten in dieser Arbeitswelt? Nur wenn man das weiß, kann man tatsächlich verantwortungsvoll gestalten. Heute an einem ganz besonderen Ort hier am Eisbach im Englischen Garten in München. Ich freue mich heute auf die Change Rider Fahrt mit Professor Heike Bruch. Heike kenne ich schon sehr, sehr lange. Sie ist Professorin für Leadership an der Uni St. Gallen und rockt dort das Thema Mensch im Zuge der Digitalisierung und im Zuge des massiven Wandels. Ich freue mich wahnsinnig auf die Fahrt. Liebe Heike, herzlich willkommen im Change Rider. Hallo. Super, dass du da bist. Ich auch. So, jetzt cruisen wir ein bisschen durch München zum Café Luitpold, ne? Mhm. Genau, machen wir ein bisschen Umweg, weil das ist, glaube ich, 1,3 Kilometer von hier. Oh, wir wollen ja jetzt ein bisschen fahren, ne? Fahren wir ein bisschen Leopoldstraße rauf und runter. Genau. Du, also Heike, dein großes Thema ist ja das Thema Mensch. Also ich meine, das, wenn man immer an Digitalisierung denkt, macht man ja als Deutscher hauptsächlich den Fehler, dass man sagt, okay, du denkst nur über Technologie nach und so weiter und so fort. Und du musst ja auch einen Kulturwandel einhergehen. Die Menschen müssen sich ja auch positiv da auf den Weg machen. Und jetzt kannst du ja vielleicht mal erzählen, was sind so die aktuellen Hürden, die du da eigentlich siehst in den Unternehmen, die eben bei dir in den Programmen sind oder die du so siehst auf Konzernebene oder vielleicht auch Mittelstand. Und dann können wir auch gleich darüber sprechen, okay, was sind denn so die Stellschrauben, die ihr jetzt da gut angeht. Also diese Digitalisierung bedeutet ja häufig, dass wir auch eine ganz, ganz grundlegende Veränderung der Arbeitswelt haben. Diese sogenannte New Work Transformation. Okay. Und über 90% der Unternehmen befinden sich auf dem Weg. Also sind tatsächlich schon losgelaufen und fangen an, ihre Kultur, ihre Art zu führen, eben ihre Art zu arbeiten, zu verändern. Und du hast ja nach den Hürden gefragt. Jetzt ist eine Hürde eigentlich zu sagen, wie ernst meinen die das, wenn sie von einer Transformation reden. Okay. Weil die Tendenz ist groß zu sagen, komm, wir verändern mal ein bisschen was, haben wir nicht mal 3 Maßnahmen, dann sind wir fertig. Oder sowas, was man Cargo-Kultura nennt, also an den Oberflächen Phänomenen anzusetzen. Führen die eine Dudes-Kultur ein oder Turnschuhe, ne? Oder Krawatte weg. Und dann diese Vorstellung, dass das dann schon ausreicht. Also das ist die größte Hürde, eigentlich zu sagen, die Leute entwickeln Verständnis, wie viel das mit Haltung zu tun hat, mit Werten, mit tiefer Überzeugung. Auch ich muss etwas an mir verändern. Okay, verstanden. Und dann ist eigentlich so das Thema, wie gehen wir da ran? Und viele Unternehmen sind dann fasziniert durch verschiedene Instrumente. Wir verändern mal die Arbeitszeiten oder wir erlauben mobiles Arbeiten. Die Leute können im Homeoffice sein oder da arbeiten, wo sie wollen. Wir schaffen vielleicht auch neue digitale Kommunikationsinstrumente an. Das ist auch wiederum eine Sache, das ist gut, aber das führt häufig auch zu einer Art Verunsicherung. Warum machen wir das? In welche Richtung geht denn das eigentlich? Okay, verstanden. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Also gerade wenn das Thema mobiles Arbeiten kommt, dann führt es häufig auch zu so einer Art Verunsicherung von den Führungskräften, die sagen, kann ich jetzt meinen Mitarbeitern nochmal sagen, dass sie ins Büro kommen sollen? Oder was kann ich überhaupt noch jetzt hier entscheiden? Das heißt, das muss man eigentlich über viel klarere Ansagen und Regeln machen. Oder weil zum Beispiel Magdalena Rogel von Microsoft, die haben ja komplett Free-Floating. Die haben Vertrauensarbeitszeit und die können arbeiten. Ich habe also dreimal nachgefragt, ob es wirklich so ist. Die können also arbeiten, wo sie wollen. Also ob das jetzt ist Bali, Café, Homeoffice, Büro. Und da sagst du, okay, das muss einfach klar kommuniziert werden oder... Da gibt es so verschiedene Phasen, ne, durch die Unternehmen durchgehen. Das fängt so an bei so einer ganz klassischen Art zu arbeiten, Anwesenheitspflicht, Organigramm. Bei meinem Großvater noch Stempeluhr, 37, so, bam. Ganz genau. Genau.
Und dann geht das los, dass die mal anfangen, so, dass die Einzelnen mal fragen, kann ich mal Homeoffice machen oder mal später kommen. Das ist so die erste Phase. Und dann kommt die Phase, die du jetzt ansprichst, dass dann häufig die Unternehmen sagen, jetzt müssen wir aber mal modern werden und dann alles loslassen. Das ist dann häufig gefühltes Chaos oder auch eben diese Irritation, Verunsicherung. Und dann kommt das, was du jetzt ansprichst, diese vierte Phase ist häufig, dass Unternehmen sagen, jetzt müssen wir das mal regeln. Jetzt müssen wir mal diese Freiheit wieder in den Griff bekommen. Und das ist eine Phase, die wird ganz häufig als sehr bürokratisch empfunden und auch als eine Einschränkung. Verstehe. Weil du eigentlich die Grundidee, dass Leute Freiheiten haben und viel individualisierter arbeiten können, damit wieder aushebelst. Und erst die fünfte Phase, das ist eine, da bist du eigentlich in dieser sogenannten Arbeitswelt 4.0, netzwerkartiges Arbeiten. Die beinhaltet dann, dass du die Regeln wieder rausnimmst, aber ersetzt durch sogenannte Kulturnormen. Okay. Dass die Leute sich abstimmen. Die stimmen sich ab. Hey, wann müssen wir denn uns in dem Projekt auch mal zusammensetzen, damit wir mal vorankommen? Ne? Okay. Oder was müssen wir denn machen, dass wir für Kunden auch ideal erreichbar sind? Das ist dann nicht formal geregelt für alle, sondern die haben dann die Reife entwickelt und so eine Kultur entwickelt, das im Sinne der Sache eben abzustimmen und nicht bürokratisch zu regeln. Es ist geordnet, aber nicht bürokratisch geordnet. Ja, Heike, du hast eben schon mal angesprochen, das Thema New Work. Was genau ist es für dich? Also sage ich mal jetzt im Sinne von, wenn du jetzt mit Companies sprichst und die sich, sage ich mal, Richtung New Work entwickeln wollen, also genau. New Work heißt erstmal, dass die neue Arbeitsformen verwenden. Ne? Das geht von mobilem Arbeiten über flexible Arbeitszeiten, dann projekthaftes Arbeiten, also dass du nicht in festen Abteilungen immer drin bist, sondern dass du ein Team zusammenstellst für eine Aufgabe, dann wieder auflöst, virtuelles Arbeiten, also gibt so 8 typische neue Arbeitsformen, auch digitalisierte Kommunikation, das Sharing, solche Sachen. Okay. Ne? Feedback wahrscheinlich auch, oder? Feedback kann sich auch verändern. Ja, wenn es das überhaupt gibt, genau. Gibt es ja wahrscheinlich auch ziemlich viele Unternehmen. Wahrscheinlich eine Feedback-Kultur nicht so ausgeprägt ist, oder? Das ist so, ganz genau. Ja. Und wir unterscheiden dieses New Work, das ist wirklich diese neuen Arbeitsformen und dann die Erfolgsvoraussetzung dafür, dass das eigentlich richtig gut funktioniert. Und da sind eher kulturelle Sachen drin, also auch Feedback-Kultur oder bestimmte Art von Führung, auch die Selbstkompetenzen der Mitarbeiter, weil das wird ja viel, viel anspruchsvoller, so zu arbeiten. Klar. Ne? Klar. Vorbildhandeln des obersten Managements, also da haben wir ja auch solche Kriterien. Das geht dann so weit, dieses Thema New Work, dass du bis hin zu so einer Arbeitswelt 4.0 kommst, wo du eben in dieser netzwerkartigen Form arbeitest. Nicht mehr so streng hierarchisch, sondern virtuell in dieser abgestimmten Kultur, projekthaft, wenig Bürokratie da drin. Okay, verstanden. Ja? Verstanden. Und jetzt hast du eben ja ein bisschen darüber auch über, sag ich mal, agile Arbeiten gesprochen und so. Für mich gehören ja auch so ein bisschen so dieses Thema Schnelligkeit dazu, ja auch so ein bisschen das Thema Mindset. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen unser Thema, dass wir sagen, hey, Mut zum Scheitern. Ja. Ne? Und ich sag mal auch mal schnell mal was auf die Straße bringen, wo man sich auch für schämt. Ne? Was irgendwie, sag ich mal, rüttelt und abstürzt. Und das, da sag ich ja immer, das ist ja auch ein großes Thema im Sinne von, okay, und die Kernorganisation, die ist ja anders, sag ich ja immer, zum Glück. Ja, also zum Glück scheitert die Kernorganisation nicht gerne und die sollte auch nicht gerne scheitern. Sollte auch bitte jetzt nicht cool sein, in der Kernorganisation zu scheitern. Ja, und die Kernorganisation sollte auch weiterhin mit einem Perfektionismus da unterwegs sein. Und wo sagst du jetzt gerade jetzt beim Thema Kulturwandel, also genau, wie kriegt man es überhaupt hin von der Kultur? Ja, und wie und genau, was für einen Rahmen müssen eigentlich Unternehmen schaffen, damit man überhaupt mal sagen kann, okay, da kommen wir jetzt mal in ganz neue Arbeits- und Denkweisen rein. Also, was du da ansprichst, das ist eigentlich so eine Unterscheidung. Man nennt auch das Beidhändigkeit. Ne? Also, man sagt, eigentlich müssen heute Unternehmen fähig sein, einerseits Effizienz eben zu liefern oder Bestehendes zu perfektionieren. Da hast du auch Sicherheit, Präzision, hohe Qualität, Effizienz. Das ist dieses, was du Kernorganisation nennst. Genau. Und gleichzeitig müssen Unternehmen aber auch Innovation bringen. Die müssen neue Dinge ausprobieren, die müssen Exploration machen. Und was ganz entscheidend ist für den Erfolg, ist, dass man sich darüber im Klaren ist, in welcher Welt bin ich denn jetzt? Also bin ich jetzt eher in dieser Execution-Effizienz-Stabil-Welt
Oder bin ich in einer, wo ich was Neues ausprobiere, in dieser Innovationswelt? Da musst du eben ganz genau unterscheiden, wo habe ich eigentlich Rahmenbedingungen, wo es um Effizienz und bestehendes Reproduzieren und Perfektion geht, auch sicherheitsrelevante Dinge. Wenn eine Airline eben dort im Flugbetrieb arbeitet, klar, ist es entscheidend und es soll sich auch nicht ändern, dass sie eben Sicherheit garantiert. Genau. Und wo bin ich eigentlich in dem Bereich, wo ich schnell was ausprobieren möchte? In diesem, ne? Also wir haben zum Beispiel in diesem Speed-Thema mit Porsche Motorsport gearbeitet und da kannst du eben in Reinkultur diese zwei Welten sehen. An der Rennstrecke keine Basisdemokratie, kein Scheitern, sondern Execution. Verstanden. Bei der Fahrzeugentwicklung, wo es so viele Innovationen gibt, musst du natürlich Sachen ausprobieren, da musst du ganz partnerschaftlich arbeiten, da musst du ganz, ganz anders sein, um schnell zu sein. Und das ist ganz entscheidend, dass Unternehmen sich sehr, sehr darüber im Klaren sind, bin ich an der Rennstrecke oder bin ich jetzt bei der Fahrzeugentwicklung? Welche Kultur brauche ich und welche Art der Führung habe ich? Und jeder der beiden Teile muss genau verstehen, warum arbeiten die anders in dem anderen Bereich und was tragen die beiden zum Gesamterfolg? Verstanden. Und jetzt, du jetzt häufig hast, ist, dass man sagt, wir machen hier fail fast, wir machen fehlerfreundliche Kultur und dann hast du eben die Buchhaltung oder du hast eben einen hochsicherheitsrelevanten Teil, die sagen, wie haben wir alles falsch gemacht oder meinen die das nicht ernst oder so. Du kommst in Glaubwürdigkeitsthemen rein, wenn du das nicht genau differenzierst. Okay, super. Du hast ja eben das Thema Forschung da von euch auch angesprochen. Also gibt es denn jetzt irgendwie Zahlen? Also wie viele Unternehmen haben sich schon auf den Weg gemacht in die neue New Work Welt? Wie viele sind eigentlich noch traditionell in der traditionellen Welt, was auch Leadership und so angeht? Genau. Ja, genau, dazu haben wir ja auch Untersuchungen gemacht und bei einer Studie haben wir herausgefunden, einmal sind über 90 auf dem Weg. Über 90% der Unternehmen sind tatsächlich so, dass sie sagen, wir müssen hier was anpacken. Aber wenn man so sagt, wie viele sind denn überhaupt schon angekommen, ne? Wie viel, dann haben wir festgestellt, ungefähr 25% der Unternehmen sind schon in so einer neuen Arbeitswelt, die nutzen diese neuen Arbeitsformen schon. Ne? Mhm. Da haben wir mehr als 20.000 Leute befragt und haben so auf, aus das ist aber schon 90. viel, finde ich. Ja, ja, ungefähr, ja, genau. Ja, 25%. Aber nur 6% der Unternehmen, also nur ein Viertel, noch nicht mal ein Viertel von den Unternehmen, die da reingegangen sind, sind überhaupt erfolgreich. Von 19, den 25%? Ach, genau. Krass. Ja, ganz genau. Also drei Viertel dieser Unternehmen. Erfolgreich, wie misst du das erfolgreich? Sind nicht erfolgreich. Wir haben einen Index da drin. Also einerseits wirtschaftliche Themen, also wirklich Return on Investment, Wachstum. Fluktuation wahrscheinlich auch und so Themen. Ganz genau, also genereller Performance-Index. Aber wir gucken uns natürlich auch menschliche Faktoren an. Klar. Und diese Unternehmen, die machen dann erstmal einen Rückschritt. Auch auf die menschlichen Faktoren. Das heißt, die Leute haben weniger Mitarbeiterbindung, geringeres Engagement in die Identifikation und was ich doch krass finde, eine deutlich erhöhte Krankheitsrate, dass die eher Erschöpfung haben, also psychische Erkrankungen da drin, weil die damit nicht zurechtkommen, unvorbereitet da reingehen. Das ist überhaupt keine Aufforderung, in der alten Arbeitswelt zu bleiben, ne? Überhaupt nicht. Okay. Ich halte das für unausweichlich. Also das und rufe auch wirklich Unternehmen an, sehr, sehr aktiv da reinzugehen und nicht zu warten, bis das sozusagen übereinkommt. Aber das muss man richtig machen. Also es hatte ja schon gesagt, diese Erfolgsvoraussetzungen, die sind dabei die Punkte, die erklären, warum einige da erfolgreicher sind. Die sind dann innovativer und attraktivere Arbeitgeber und die Leute sind auch gesünder und so weiter. Und bei anderen genau das Gegenteil eintritt. Okay. Das sind diese Faktoren, welche Art der Führung, welche Rolle spielt das obere Management, haben wir Vertrauen. Okay, ne? Verstanden. Und die Kompetenzen der Mitarbeiter. Also du kannst dir das auch zum Beispiel auch so vorstellen, dass du sagst, ja, wenn ich beispielsweise keine Vertrauenskultur habe, dann kann ich kein Homeoffice machen. Okay. Bevor wir zu den Abschlussfragen kommen, habe ich natürlich noch eine wichtige Frage, Diversity, gerade in wirklich top, auf Top-Führungsebene. Also ich stelle ja fest, Mittelstand und Konzerne in der Breite, CEO-Welt, also ich weiß nicht, ob du da jetzt auch Datenverrat hast, aber ich würde ja sagen, gefühlt 99% Männer. Ja, so, ja. Genau. Wie können wir das ändern?
also was können wir tun, dass wir, dass einfach mehr Frauen in Spitzenpositionen kommen? Was kann man tun? Ja, man braucht schon eine Kultur, wo die Frauen auch Lust haben auf diese Welt. Okay. Also, ne, dass da, okay. Ja, wie, ja, ja. Wie ist die Kultur? Also haben wir keine Kultur, wo die Frauen da nicht so Lust haben, oder? Also wir haben ja teilweise eine Welt, die extrem hierarchisch, extrem über Alpha-Menschen definiert ist, extrem über lange Arbeitszeiten ohne Sinn und Verstand. Und das ist auch so eine Sache, wo teilweise wirklich super Frauen sagen, ich mache mich lieber selbstständig, weil das möchte ich nicht. Ich möchte so nicht arbeiten. Verstanden. Okay. Aber wir müssen uns auch bemühen. Um die guten Frauen müssen wir uns bemühen. Und da müssen wir aufpassen. Wir haben jetzt eben bestimmte Positionen immer verstärkt mit Frauen besetzt. Und da ist eine große Gefahr, dass heißt, wenn du immer nur die gleichen Arten von Jobs mit Frauen besetzt, dann ist die Gefahr, dass nicht nur die Frauen diskreditiert werden, sondern auch die Jobs. Verstanden. Beispiel wäre dafür? Ja, Personalvorstand. HR zum Beispiel. Okay, genau. Verstanden. Okay. Also da muss man tatsächlich aufpassen. Da habe ich teilweise eben auch die Erfahrung von Männern, die sagen, ich möchte eigentlich in diesem HR-Bereich Karriere machen, aber ich kann nicht, weil das ist ja sowieso reserviert für Frauen. Okay. Und das ist nicht gut. Gut, du, dann ist ja das große Thema Scheitern. Ja. Da möchte ich in dem Format ja so ein bisschen auch, sage ich mal, zur Scheiterkultur, positiven Scheiterkultur beitragen. Gibt es bei dir jetzt, lieber Heike, ein Thema, wo du sagst, okay, da bist du mal richtig, also richtig mal Blutgrätsche gemacht? Ach, so würde ich es nicht ausdrücken. Ne? Also, erstmal habe ich das häufiger mit dem Scheitern und ein Glück verzeih ich mir das sehr. Okay. Also ich irgendwie glaube, das ist schon mal ganz gut. Aber ich habe einen so eine Scheitererfahrung, die war ganz schön prägend letztendlich. Und zwar wollte ich habe in Berlin, an der FU Berlin, BWL studiert. Und nach dem Grundstudium dachte ich, jetzt muss ich mal weg. Ne? Und ich habe wirklich viel daran gegeben. Ich wollte bei so einer European Business School studieren. Habe mich da irre vorbereitet und total angestrengt und dann gab es Bewerbungen und die haben mich nicht genommen. Ne? Und gerade weil das auch so eine Personenwahl war, das war jetzt nicht eine leistungsbasierte Verstanden. Wahl, sondern okay. Die haben gesagt, hier so rein von deiner Person, nee, wir sehen es nicht. Mhm. War das so eine Sache, die ging ganz schön tief. Und bin ich zu dem Professor Wulf Plinke, das war mein Buchhaltungsprofessor damals und ich war natürlich ganz klein mit Hut sowieso und dann nach diesem Scheitern nochmal bin ich zu dem hin, habe gesagt, hey, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich mir versprochen habe, aber ich habe mit dem geredet und dann hat er gesagt, wissen Sie was, das ist jetzt bestimmt nicht schön, aber wer weiß, vielleicht wollen Sie ja später nochmal promovieren. Und es war ganz gut, dass ich nicht das geschafft habe, dahin zu gehen, sonst wäre ich ja niemals in der Krass. Wissenschaft gelandet. Ja, also Krass, und da habe ich so häufig dran zurückgedacht, okay. Weil das so gut. In der Situation hat er irgendwie meinen Blick nochmal gewendet und gesagt, vielleicht willst du ja eine ganz andere Perspektive nochmal einschlagen. Okay, und okay, super. Gibt es wirklich eine richtige Geschichte zum Lachen über die liebe Heike im Sinne von peinlichste Geschichte überhaupt? Ich habe, ist schon gar nicht so lange her, neulich, als ich unterrichtet habe, schön bei uns im Weiterbildungszentrum, alles sieht ganz toll aus und wir versuchen ja auch immer. Aber die Hochschule ist ja sowas von mega. Uni der Welt. Also, aber ich muss sagen, die Facilities, ich war Uni ja da jetzt Welt, unfassbar. Ja, genau da, wo du warst. Genau. Ne? Das ist ja unser Executive Campus, Weiterbildung, ja. Alles auf Management und so weiter, tolle Teilnehmer, toller Kurs und so weiter. Und irgendwann merke ich so ein kleines, so und aber wirklich, meine Hose so gerissen, ne? Also Nein. Von oben bis unten meine ganze Hose, ne? Nein. Und jetzt in der Vorlesung? Ja, in diesem, ja natürlich, in diesem Management-Training, oh, ne? Gott. Naja, okay. Und dann dachte ich, entweder du stehst jetzt die ganze Zeit hier mit dem Rücken zur Tafel sozusagen, was ja gar nicht mein Stil ist, ne? Oder du sagst, hört mal zu, meine Hose, ne? Und habe ich natürlich das gemacht. Ach so, ja, cool. Du, und es war, die Leute waren ja so wunderbar, ne?
Also die eine hatte dann so einen Schal, der andere wollte sofort mir seine Jogginghose leihen und so weiter. Dieser Kurs, der ist mir dermaßen ans Herz gewachsen, weil die so gesagt haben, weißt du was, das wunderbar, hier ist keiner perfekt und cool. Hier können wir helfen. Super. Und wir hatten viel, viel besseren Austausch nach dieser Hosenaktion. Toll, mega. Also ich habe schon echt überlegt, also ne, nicht, dass ich es jetzt ernsthaft machen würde, aber ob ich jetzt mal immer diese Hosengeschichte mache. Ja, oh Leute, mir ist wieder die Hose gerissen. Ihr ahnt nicht, okay. Was passiert ist. Verstanden. Genau, ne? So, und jetzt brauchen wir für dir nochmal einen flammenden Appell an die Zuhörer und Zuschauer in Bezug auf den Wandel, also genau, gerade in Bezug natürlich auf das Thema Führung, Leadership, Kulturwandel. Also wenn du da nochmal ein Feuerwerk abfackeln würdest, wäre das super. Ja, also wir haben ja jetzt eine Umbruchzeit und dieser Umbruch, der betrifft die ganze Gesellschaft, der betrifft ganze Unternehmen, der betrifft Teams und so weiter, aber der betrifft an erster Stelle jeden Einzelnen. Mhm. Und sich da Gedanken zu machen, was heißt das eigentlich für meine Haltung, was heißt das für meine Präferenzen, für meine Werte, wie möchte ich eigentlich meine eigene Zukunft gestalten in dieser Arbeitswelt, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, denn nur wenn man das weiß, bei der ganzen Flut an Themen, die passieren und bei all diesen Optionen, kann man tatsächlich verantwortungsvoll gestalten. Und okay. Ich denke, das ist ein Weg, der ist teilweise hart, der geht sehr nah, der geht total in diesen Kern rein. Aber ohne das geht es überhaupt nicht. An der Oberfläche darf man diesen Change nicht lassen und man sollte kein Getriebener werden. Okay, cool, mega, super. Mhm. Und last but not least, wir brauchen hier ja immer wie dich Leute, die andere Menschen begeistern, inspirieren, die ja positiv zum Change beitragen und positive Change-Geschichten zu erzählen haben. Hast du Nominierungen für den Change Rider? Und wenn ja, warum und welche? Könntet ihr verschiedene benennen, aber jetzt würde ich gerne den Hans C. Werner benennen. Das ist der oberste Personaler der Swisscom, Mitglied der Konzernleitung, okay. Und das ist ein wahnsinniger Visionär. Okay. Der hat schon irre lange angefangen, die Swisscom als klassisch staatliches, ehemals staatliches Unternehmen zu transformieren in einer Form, extrem zukunftsorientiert, auch nicht mit Samthandschuhen, aber ausgerichtet auf tatsächlich eine vertrauensorientierte Kultur, hochgradig modern, okay. Aber gestützt auf ein Wertefundament und eine Verlässlichkeit. Und das ist eine wunderbare, wirklich ganz wunderbare Kombination. Super, mega. Also, danke dir, Heike. Danke, wir sind pünktlich nach einer Stunde hier am Luitpold-Blog angekommen. Und Café Luitpold ist direkt da vorne. Wunderbar. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für wirklich die tolle Fahrt. Also wirklich tolle Geschichten, sehr, sehr inspirierend. Mach weiter so und trag da zum positiven Wandel bei. Und ja, ich bin sehr happy, dass du eingestiegen bist und mitgefahren bist. Super, hat mir Spaß gemacht. Super. Danke dir, also, Philipp. Wunderbar. Klasse.